Ich weiß wirklich nicht, in welcher Welt Olaf Scholz lebt, doch wenn er sich immer wieder wundert, warum seine Partei so massiv unbeliebt ist und die Bürger auf die Straße gehen, allein heute hat er den Nachbarstaaten, die von Hochwasser betroffen sind, mehrere Millionen versprochen, darunter auch Kasachstan, während wir hier in Deutschland vor ein paar Jahren ein schlimmes Unglück mit dem schlimmsten Unglück in den letzten Jahrzehnten hatten, und nämlich das Ahrtal. Da wurde groß versprochen, groß geredet. Kein Geld ist am Ende angekommen. Die Bürger wurden komplett alleine gelassen. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Im eigenen Land ist das Geld nicht da. Für die Nachbarstaaten, für Kasachstan, da hat man das Geld sofort.